einmal im Jahr nach Maria Lichtmess. Anfang Februar wird in Wels der Glanglmarkt abgehalten. Der Glanglmarkt ist Österreichs größter Kleintiermarkt mit mehr als 10.000 ausgestellten und feilgebotenen Kleintieren. Zumindest war es einmal so. Die Welser Messehalle ist von 5 Uhr früh bis 12 Uhr mittags Treffpunkt für zahlreiche Schaulustige und Käufer. Der Glanglmarkt ist ja eine Traditionssache. Das war früher so, dass zu Lichtmess die Bauern die Arbeitsplätze gewechselt haben und die sind dann ausgezahlt worden, teilweise auch in Materialien, also in Speck, in Fleisch, auch in Tiere. Und dieser Glanglmarkt, das war so, dass diese Arbeiter haben sie getroffen und haben dann untereinander getauscht oder verkauft, weil der eine hat das brauchen können und der andere hat das machen. Und das ist von dem Namen Glankeln. Ne? Und das ist eben Tradition. Und jetzt bei den Kleintieren ist es eben auch so, dass das weiter fortgeführt wird von den Kleintierzüchtern. Der Glanglmarkt in Wels hat schon bessere Tage erlebt. Es ist zwar schade, dass diese ganze Kleintierzucht ja eigentlich sehr zurückgeht, weil sie vom Naturschutz dementsprechend bearbeitet wird. Diese Leute reden nicht mit den Kleintiervereinen, die wirklich kompetent sind. Und der Kleintierzüchter ist ja interessiert, dass seinen Tieren gut geht. Aber mit den ganzen Verordnungen wird es immer schwieriger. Das ist ein typisches Zeichen, so ein Glanglmarkt wie heuer war noch nie. Da war das 5-10-fache in der normalen Regel. Aber es gibt so verrückte Auflagen. Es darf heute einer, der 1000 Quadratmeter hat oder einen Grund, darf nicht einmal 3 Hädel halten. Ich meine, bei einem Hahn in einem Siedlungsblick, das lasse ich mir einreden. Aber 3 Händeln, die tun kein Menschen was. Es ist eine Eigenversorgung, die Kinder wachsen mit der Natur auf und so weiter. Aber es ist eben leider auch eine Sache der Gesellschaft. Vor allem jene Tiere, welche die Züchter für die eigene Aufzucht nicht mehr benötigen, werden zum Tausch oder Verkauf angeboten. Da haben wir das bucharische Trommeltaube, das ist eine Rarität auf dieser Welt. Überhaupt, das ist in arabischen Ländern mehr bekannt wie bei uns in Europa. Das konnte leider nichts fliegen, das sind alles auf dem Boden, das beschäftigt mit dem Boden. Und dann hat er Rosetten über den Kopf, was muss man endlich schneiden, dass das besser sieht, zum Züchten. Mir jetzt ein bisschen übrig gehabt und muss man ein bisschen reduzieren von der Voliere. Und dann schauen wir, dass wir es weitergeben. Gibt es auch Interessenten, die was anfangen und ganz genau erklären und den adaptieren Eier von den Rassen bei der Brieftauber, dass das Junge weiter produzieren kannst. Ich rede mit den Tauben, das gehört dazu. Die Tauben gehören trainiert. Die Tauben gehören trainiert für die Ausstellung, für den Markt. Das heißt, dass die Tauben muss für die Ausstellung ruhig sein. Die muss ein ruhiges Wesen haben. Die Tauben muss sich auch noch vom Menschen angreifen lassen. Ja? Und natürlich auch, dass sie das mit der Jugend, ja, das fasziniert die Jugend. Wenn man da jetzt meine Tauben anschaut, die sind trainiert für die Ausstellungen. Diese Tauben gehen auch international auf Tauben schauen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Brünnergröpfer ist die kleinste Kropftaube. Und natürlich ist es so, dass die ganz bekannt ist vier Wesen. Und es ist sehr wichtig, dass auch jeder Liebhaber seine Gruppe hat, dass man diese Art und diese Rasse erhaltet. Ja. Wir schauen auch, wie soll ich sagen, tierschutzmäßig, dass es nicht überhand nimmt, dass sie nicht extrem zu zart werden, dass sie selber brüten. Das ist sehr wichtig. Und dieser Taubenmarkt und diese Tradition sollte man im Land erhalten können. Um ein Tier verkaufen zu können, ist es im Interesse aller, die Tiere artgerecht zu halten. Einer spielt Videospiele, einer geht saufen, der andere geht in das Büro. Ich halte die Tiere halt. Das ist halt jeder. Das Geld muss man halt irgendwo ausgeben. Ne? Händel habe ich, New Hampshire.
Also eine Rasse Händel und zwei Rassen Hase und jede Menge Vögel. Also, aber nicht für die Zucht, rein für mich. Wir haben immer schon Tiere gehabt und haben uns dann irgendwann ein größeres Haus gekauft. Und je mehr Platz wir hatten, umso mehr Tiere konnten wir uns natürlich holen. Und ja, dementsprechend haben wir jetzt Tauben und einen Haufen Hühner. Genau, weil einfach der Umgang mit den Tieren super schön ist, weil es so viele verschiedene Rassen gibt, auch so viele Gleichgesinnte, mit denen man sich unterhalten kann. Das ist schon schön. Es ist ein lebendiges Hobby, bei dem man viel rumkommt, viele neue Menschen kennenlernt. Und natürlich erkennt ein Züchter auch die Eigenheiten der Kleintiere. Man kann die Körpersprache von den Tieren schon irgendwann lesen und weiß, was sie jetzt brauchen oder welche Bedürfnisse sie haben, ob sie jetzt gestresst sind, also ob es ihnen taugt, ob sie hungrig sind, ob sie sich gegenseitig mögen. Hühner können Freundschaften schließen tatsächlich, also die freunden sich richtig miteinander an und hängen dann miteinander rum. Im nächsten Jahr wird es in Wels in der Messehalle wieder einen Klangelmarkt geben. Der voraussichtliche Termin ist der 25. Jänner von 5 Uhr früh bis 12 Uhr mittags. Veranstaltet vom Rasse-Kleintierzuchtverein E28 Wels und Umgebung. Ja, genau. Wegen Schmusen.